Im letzten Video waren wir ja auf der Eistalbahn unterwegs und am Ende des Videos hatte ich euch ein ganz besonderes Video versprochen und dieses Video kommt heute. Das ist nämlich meine Vlog Nummer 500 und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video. Heute kein Trip Report, aber wir sind trotzdem auf einer Bahnstrecke unterwegs und zwar noch einmal auf der Eistalbahn, denn heute schauen wir uns den restlichen Teil der Eistalbahn an. Von Grünstadt nach Ramsen-Eiswoog sind wir das letzte Mal mit der Bahn gefahren, aber die Strecke führt noch weiter bis nach Enkenbach. Und neu, jetzt ab Vlog 500 gibt es auch eine kleine Karte hier. Hier können wir einmal also auch sehen, wo wir uns in Deutschland befinden und wo sich genau die Strecke hier befindet. Und den Bereich, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, den schauen wir uns heute einmal ausführlich an. Und wir kommen direkt zum ersten Highlight. Unmittelbar hinter dem heutigen Bahnhof Eiswoog befindet sich das Eistalviadukt. Eigentlich ist es kein Viadukt, sondern eine Balkenbrücke, aber auf jeden Fall ein sehr imposantes Bauwerk. 271 Meter lang, damit die längste Eisenbahnbrücke in der Pfalz und 35 Meter hoch. Man kann bis an die Brücke rangehen, das ist ein Aussichtspunkt direkt vom Bahnhof. Könnt ihr auch sehen, da ist ein gut erkennbarer Weg hin vom Bahnhof. Aber man kann nicht über die Brücke gehen. Daher geht es jetzt hier vom Bahnhof zurück über diesen sehr schmalen, steilen und anspruchsvollen Weg runter ins Tal. Also das heißt direkt erstmal, Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen können nicht zum Bahnhof Eiswoog fahren, weil das ist tatsächlich hier der einzige Weg vom Bahnhof in Richtung Eiswoog. Hier unten haben wir die Gleise der Stumpfwaldbahn. Die Stumpfwaldbahn ist eine Feldbahn, eine touristische Schmalspurbahn. Die führt zurück nach Ramsen. Wir wollen uns heute aber eben mit dem Rest der Eistalbahn beschäftigen. Und deswegen geht es jetzt einmal durch das Tal am Bahnhof der Stumpfwaldbahn vorbei zur anderen Seite des Tales, das das Eistalviadukt hier überquert. Direkt, was hier auffällt, extrem viele Mäuse, die hier unterwegs waren in dem Tal, beziehungsweise vor allem auf dem Weg eben hoch zum anderen Ende der Brücke. Können wir die Brücke auch noch mal schön sehen. Also wirklich schon sehr beeindruckendes Bauwerk. Wir gehen jetzt hier den Weg zum ehemaligen Bahnhof von Eiswoog hinauf. Früher befand er sich nämlich eben auf dieser Seite hier. Der neue Bahnhof wurde angelegt, weil bei der Reaktivierung der Strecke eine Reaktivierung des Eistalviaduktes zu kostspielig gewesen wäre. Und ihr seht, der Weg hier ist noch anspruchsvoller, also für die Fahrgäste hat sich auch nichts verändert. Der Weg war auch schon vorher sehr anspruchsvoll. Der Bahnhof, der ehemalige Bahnhof, ist auch noch gut erhalten. Wir sehen hier das Wartehäuschen, das ist noch komplett erhalten. Und auch hier kann man ein kleines Stück zur Brücke hingehen, beziehungsweise ein ganz kurzes Stück auf die Brücke raufgehen, bevor sie dann abgesperrt ist. Und jetzt wollen wir hier eben auf den Gleisen entlang der ehemaligen Bahnstrecke laufen, so gut es eben möglich ist. Hier sind wir jetzt noch im Bereich des Bahnhofes und gehen jetzt eben auf die Gleise. Und da sei natürlich zur Sicherheit gesagt, das sollte man erstmal niemals tun, auf den Gleisen laufen. Denn man muss sich da wirklich absolut zu 100% sicher sein, dass hier keine Züge mehr fahren. Gerade für die, die sich jetzt vielleicht eher für die Lost Places hier an der Strecke interessieren, sich nicht für den Bahnbetrieb interessieren, nur weil eine Strecke nicht im guten Zustand ist oder dort keine Personenzüge fahren, heißt das noch lange nicht, dass hier nicht doch ab und zu mal ein Zug fahren könnte. Deswegen muss man sich da absolut sicher sein, dass diese Strecke nicht mehr befahren wird. Hier auf dieser Strecke ist das natürlich ganz eindeutig, eben weil die Brücke mit Zäunen abgesperrt ist und hier auch die Strecke definitiv, wie man sehen kann, nicht mehr befahrbar ist. Aber für andere Strecken eben ganz wichtig der Hinweis. Hier kommen wir jetzt zum nächsten Highlight. Und zwar ist das die Dreibrunnertalbrücke. Die Brücke wurde 1932 fertiggestellt,
ist 176 Meter lang und 28 Meter hoch und tatsächlich zugänglich, was sehr, sehr außergewöhnlich ist, denn normal sind solche großen, stillgelegten Brücken sehr häufig abgesperrt. Nicht so hier, hier kann und darf man tatsächlich die Brücke betreten. Dann geht es ein kurzes Stück weiter und wie man sieht, es sind durchaus schon noch Menschen hier auf der Strecke unterwegs. Man sieht es eben hier, dass hier ein ausgetretener Pfad zwischen den Gleisen zu erkennen ist. Hier sind durchaus noch ein paar Touristen unterwegs, aber man sieht auch schon, stellenweise ist das Vorankommen schon etwas schwieriger. Es ist eben kein ausgebauter Wanderweg. Es ist auch nichts ausgeschildert. Es ist also kein offizieller Wanderweg, sondern die Leute, die hier unterwegs sind, die kennen die Strecke eben und interessieren sich dafür und sind deswegen auf den Gleisen unterwegs. Die Wanderwege verlaufen meistens parallel oder sogar abseits der Strecke. Von der Dreibrunnertalbrücke ist es dann auch nicht mehr weit zum eigentlichen Highlight der Strecke neben dem Eistalviadukt. Und da kommen wir jetzt hin. Allerdings waren scheinbar kurz bevor ich hier unterwegs war Baumfällarbeiten. Das hat die Begehbarkeit der Strecke zusätzlich noch eingeschränkt, denn dann lagen überall die gefällten Bäume quer über die Gleise. Da war es dann wirklich manchmal ziemlich schwierig, so wie hier an dieser Stelle, überhaupt noch einen Weg zu finden. Also das kann man schon mal gleich vorweg sagen, wenn man sich die Strecke angucken möchte. Das ist kein gemütlicher Sonntagsspaziergang, sondern das ist schon ein bisschen abenteuerlicher, denn es ist wie gesagt kein offizieller Wanderweg und demzufolge auch nicht entsprechend ausgebaut. Und hier können wir das Highlight der Strecke jetzt schon erkennen. Und zwar ist das der Stempelkopftunnel. Der Stempelkopftunnel ist der einzige Tunnel entlang der Bahnstrecke und 483 Meter lang. Besonders schön ist, dass er offen ist, man kann also komplett hindurchlaufen. Was hier sofort auffällt, der Tunnel ist ziemlich hoch. Der hat eine ungewöhnliche Form und ist sehr viel höher, als es normalerweise Tunnel so sind. Und das liegt daran, dass man beim Bau des Tunnels bereits eine mögliche Elektrifizierung der Strecke mit eingeplant hat und deswegen den Platz für die Oberleitung bereits in den Tunnel mit eingebaut hatte. Deswegen ist er höher als normale Tunnel. Auch dieser Tunnel wurde 1932 dem Verkehr übergeben. 1976 wurde der Personenverkehr eingestellt und 1988 die Strecke dann stillgelegt und seitdem gibt es hier entsprechend auch keinen Bahnverkehr mehr. Der Tunnel verläuft in einer Kurve, das heißt, wenn man reingeht, kann man zunächst nicht das Ende erkennen, aber nach ca. 50 bis 100 Metern sieht man dann an beiden Enden des Tunnels das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Was man unbedingt machen sollte, ist eine Taschenlampe mitnehmen. Man sieht es hier, an der Seite gibt es durchaus einige Stolperfallen. Also unbedingt die Taschenlampe mitnehmen, auch wenn man meistens das Ende des Tunnels schon sehen kann. Ganz interessant sind hier die Graffitis, die im Tunnel angebracht sind. Eigentlich etwas, was ich nicht leiden kann. Aber hier im Tunnel sind tatsächlich einige wirklich schöne Kunstwerke. Einige schöne Zeichnungen neben den üblichen Schmierereien. Sind also auch ganz interessant, lohnt sich auch da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Das Ganze dann netterweise auch an einem Bild, wie ihr es gerade gesehen habt, mit dem schönen Titel Illegalerie versehen. Eben natürlich keine genehmigten Graffitis, deswegen illegal. Aber eben im Sinne von Kunst, deswegen Illegalerie, fand ich ganz nett. Hier sind wir auch schon wieder draußen aus dem Stempelkopftunnel und folgen jetzt der Strecke weiter in Richtung Enkenbach. Hier gleich mein Tipp für alle, die Strecke auch mal anschauen möchten, am besten nach dem Tunnel umdrehen und wieder zurückgehen, denn von hier an verschlechtert sich die Qualität des noch vorhandenen Weges zunehmend und es wird immer schwieriger, noch auf der Strecke zu bleiben. Ein Highlight kommt noch, bis dahin kann man noch gehen, bis dahin ist die Strecke noch in einem halbwegs begehbaren Zustand, so wie man das jetzt hier eben sehen kann. Ab und zu die gefällten Bäume auf der Strecke, die man aber noch ganz gut umgehen kann. Teilweise wachsen aber auch schon neue Pflanzen, Bäume zwischen den Gleisen. Da wird es dann durchaus schon ein bisschen schwieriger vorbeizukommen, aber ist noch möglich hier in diesem Abschnitt. Da sollte man aber dann schon nicht mehr seine beste Kleidung anhaben, weil man sich hier doch schon ein bisschen durch das Dickicht schlagen muss.
Ja, das nächste Highlight ist dann Stempelbrunnen. Das ist ein Betriebsbahnhof. Hier gab es früher mal zwei Gleise. Das ist auch der höchste Punkt der Strecke. Außerdem befand sich hier früher einmal eine Holzverladestelle. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Allerdings ist hier noch ein Betriebsgebäude vorhanden. Und das ist tatsächlich auch noch intakt. Zwar baufällig, aber man kann es noch sehr gut sehen und erkennen. Und das kann man sich anschauen. Wie gesagt, wie ihr es hier auch eben die ganze Zeit seht, der Weg dahin ist schon ziemlich beschwerlich. Man muss sich hier schon durch die Tannen schlagen, um dorthin zu kommen. Aber wenn man es geschafft hat, sieht man eben hier auf der linken Seite dann die Reste des Bahnbetriebsgebäudes. Und das ist auch zugänglich. Das heißt, auch da kann man reingehen und sich das mal anschauen. Das natürlich auf eigene Gefahr, ganz klar dazu zu sagen. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Gebäude sehr baufällig. Das ist also immer natürlich mit einem Risiko verbunden, so ein altes, leerstehendes Gebäude zu betreten. Wenn man nicht die ganze Strecke abgehen möchte, kann man auch mit dem Auto hier hinfahren. Die Straße, die durch das Eistal führt, führt hier fast direkt dran vorbei. Wie immer, wenn es um Lost Places geht, mehr als die Karte am Anfang und ein paar Beschreibungen werde ich jetzt hier nicht mit in das Video aufnehmen. Wenn ihr genau wissen wollt, wo die Orte sind, dann findet das bitte selber heraus. Mit Google Maps und Wikipedia ist das aber überhaupt kein Problem. Alles super leicht zu finden. Nur ich möchte keinen gelangweilten Menschen, die Sachen kaputt machen wollen, direkt eine Wegbeschreibung liefern, wie man zu solchen historisch interessanten und erhaltenswerten Orten kommt, die dann dadurch eventuell zerstört werden könnten. Das hier war jetzt nochmal eine Straßenbrücke über die Bahnstrecke und damit haben wir dann auch definitiv den Punkt erreicht, wo ich euch unbedingt raten würde, umzukehren und nicht mehr weiter auf der Bahnstrecke zu laufen. Denn das hier ist jetzt auch der letzte Punkt, wo wir noch im Wald unterwegs sind. Und im Wald ist die Strecke noch halbwegs frei, aber jetzt kommen wir hier auf eine Felder- und Wiesenlandschaft und hier ist die Strecke schon komplett zugewachsen und zwar mit dornigem Gestrüpp. Also hier ist dann wirklich kein Durchkommen mehr. Die ersten paar Meter draußen auf dem Feld kann man sich da noch ein bisschen einen Weg durchbahnen, aber nach wenigen Metern ist da definitiv kein Durchkommen mehr möglich und leider verläuft auch weder links noch rechts von der Strecke ein Weg. Da befinden sich auf beiden Seiten Feldern. Das heißt, da blieb mir nur noch am Rand des Feldes zu laufen. Da ganz wichtig, bitte für die Bauern niemals auf den Feldern laufen, sondern immer daneben, damit man hier nicht die Pflanzen kaputt macht. Ist zum Glück hier möglich, aber macht definitiv keinen Spaß, hier auf diesem schmalen Grünstreifen lang zu laufen. Von der Strecke ist auch nicht mehr viel zu sehen. Bis auf so kleine Unterführungen wie hier zum Beispiel verläuft die Strecke hier ohne weitere Kunstbauten und ist eben auf nahezu dem gesamten Abschnitt komplett zugewachsen und nicht mehr begehbar. Hier an diesem Überweg kann man das auch sehr gut erkennen. Es ist definitiv nicht mehr möglich, hier auf der Strecke zu laufen. Wenn man also dann schon zum Bahnhof von Enkenbach gehen möchte, dann sollte man am Ende des Waldes auf die Forst- und Waldwege ausweichen und dann nicht mehr dem Verlauf der Strecke folgen. Dadurch spart man sich dann am Ende auch einen sehr großen Umweg. Wenn man jetzt so wie ich tatsächlich die gesamte Strecke ablaufen möchte, dann wird es ab hier wirklich sehr, sehr anstrengend und ist auch nur noch abschnittsweise auf der Strecke möglich. Meistens muss man dann neben der Strecke laufen. Der Abschnitt auf dem Feld und den Wiesen ist auch relativ unspektakulär. Nach einiger Zeit kommt dann aber wieder was Interessantes. Und da sind wir jetzt angekommen, denn hier führt nochmal eine Brücke über die Bundesstraße. Diese Brücke ist begehbar, ist allerdings auch schon stark zugewachsen. Ist also auch nicht mehr ganz so einfach, dorthin zu kommen. Aber es ist noch möglich, diese Brücke zu betreten. Ist auch nicht abgesperrt. Man kann sie sich also auf jeden Fall noch anschauen. Danach kommen wir dann zum Bahnhof von Alsenborn. Hier wird die Strecke kurz zweigleisig. Man erkennt hier auch die Weiche. Da ist also auch noch einiges vorhanden.
Am Bahnhof selbst bin ich dann nicht mehr auf den Gleisen gelaufen. Das ist zwar möglich, allerdings wird der Bahnhof und die umliegenden Gebäude eben heute als Wohngebäude genutzt. Und das fühlte sich dann ein wenig so an, als würde man da durch deren Vorgarten laufen. Rechts davon verläuft aber ein Trampelpfad, von dem man aus auch alles gut erkennen kann. Und auf dem bin ich dann weiter gelaufen und habe mir den Bahnhof hier eben von oben angeschaut. Die Zweigleisigkeit ist auch nur hier in dem Bahnhofsbereich. Direkt dahinter verläuft die Strecke dann weiter eingleisig. Und hinter dem Bahnhof bin ich dann auch wieder zurück auf die Strecke gegangen. Und dann kommt gleich auch schon die nächste noch begehbare Brücke, hier über einen kleinen Feldweg. Die Brücke ist auch noch in einem relativ guten Zustand und ziemlich gut begehbar. Wir sind jetzt hier also im Ort Alsenborn. Alsenborn gehört bereits zur Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Enkenbach war ja auch der Endbahnhof der Strecke. Wir sind jetzt hier also gerade auf dem letzten Abschnitt. Allerdings verläuft die Strecke hier nochmal in einer langen U-Kurve und eine Brücke zwischendrin ist abgesperrt. Und zwar diese kleine Brücke hier über den Feldweg, die weder besonders hoch ist, noch augenscheinlich in einem schlechten Zustand zu sein scheint. Warum jetzt ausgerechnet nur diese eine Brücke gesperrt ist, das weiß ich leider nicht. Ist auch ein bisschen umständlich da runterzukommen und wieder hochzukommen. Die nächste Brücke, die ist dann wieder zugänglich. Obwohl hier das Geländer, wie man es hier sehen kann, stark beschädigt ist und quasi nicht mehr vorhanden ist und die Brücke eigentlich genauso hoch ist. Aber man sieht es jetzt hier auch, dort stehen auch diese Metallpfeiler. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Brücke normalerweise auch gesperrt ist und jetzt hier nur die Gitter aus irgendeinem Grund demontiert waren. Also ich denke, dass man normal nicht über diese Brücke gehen kann. Dann geht es sehr anspruchsvoll durch eine sehr stark zugewachsene Strecke weiter, bis wir dann zur nächsten Brücke kommen. Die führt nochmal hier über eine Bundesstraße und ist zum Glück auch wieder begehbar, denn hier wäre es auch ziemlich umständlich, die Brücke zu umgehen. Und danach wird es dann nochmal ein Stück komplizierter. Hier gibt es einen Einschnitt, durch den wir hier noch laufen können. Man sieht es links und rechts mit Steinen befestigt, aber nicht mehr in einem sonderlich guten Zustand. Hier sind auch schon einige Bäume in den Einschnitt gestürzt, was es auch ziemlich kompliziert macht, hier durchzulaufen, besonders hier an dieser Stelle ganz am Ende. Da konnte man dann nur noch unter den Bäumen hier durchkrabbeln. Sicherlich auch nicht die allersicherste Angelegenheit. Danach kommt dann die Brücke über die Alsenztalbahn. Die Alsenztalbahn, das ist eine im Betrieb befindliche Bahnstrecke von Kaiserslautern in Richtung Bingen. Und direkt hinter der Brücke kommt dann der mit Abstand schlimmste Teil, denn hier ist alles komplett zugewuchert mit dornigem Gestrüpp und es gibt auch keine Möglichkeit, links oder rechts der Strecke zu laufen, weil man sich hier auf einem schmalen Bahndamm befindet. Das heißt, man muss sich hier wirklich durch die Dornen schlagen. Das hat dann überhaupt nichts mehr mit einer schönen Wanderung zu tun und macht überhaupt keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich dann auch gleich die allererste Möglichkeit genutzt, hier vom Bahndamm runterzukommen und dann auf dem parallel verlaufenden Radweg weiterzulaufen. Da kommt allerdings auch auf der Strecke nichts mehr, denn die fädelt hier nur noch in die Alsenztalbahn ein und endet dann am Bahnhof von Enkenbach. Wir haben es also tatsächlich geschafft, einmal die ganze Strecke zu begehen. Alle Teile, wo es noch möglich war, sind wir abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fandet es interessant, mal zu sehen, wie diese Bahnstrecke hier aussieht, nachdem sie schon lange stillgelegt ist. Das war's damit für Vlog Nummer 500. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Videolinks sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.